Wer lügt, der S&P 500, also die Aktienmärkte, oder die Fed? Denn die Fed hat klar gemacht, nö, das mit diesen etwas niedrigeren Inflationsdaten gestern, das ändert nichts an unserer Zinspolitik. Wir halten unverändert an diesem Kurs fest. Der S&P 500, die Aktienmärkte sagen, nö, die werden bald umsteuern. Dementsprechend machen wir schon mal Party. Die Anleihenmärkte sind auch übrigens auf Seiten der Fed, denn die Renditen der etwa 10-jährigen Staatsanleihe hat sich praktisch nicht verändert. Da hat es keine wirkliche Veränderung gegeben. Das heißt, die Anleihenmärkte gehen auch nicht davon aus, dass die Fed jetzt massiv umsteuert. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Aktienmärkte jetzt teilweise auf extremen Levels sind, was viele Indikatoren betrifft. Und da wäre es vielleicht nicht die beste Idee, jetzt hier FOMO zu betreiben, Fear of Missing Out zu betreiben, also die Angst, die Rallye zu verpassen und jetzt unbedingt da rein zu wollen, weil man sich sagt, jetzt ist all clear, Peak-Inflation ist erreicht, die Fed wird bald umsteuern, also wird jetzt ein neuer Bullenmarkt beginnen. Kann es weiter nach oben gehen? Klar, aber es ist das Risiko eben immer größer, die Luft wird immer dünner bei solchen Parametern, die ich Ihnen in der Folge zeigen will. Schauen wir uns zunächst mal ja dieses Bild an, das vielleicht die Dinge so auf den Punkt bringt. Im März hatten wir eine Inflation von 8,5% zum Vorjahresmonat in den USA und das Erschrecken war riesig. Jetzt haben wir eine Inflation von auch 8,5% und die Märkte sind im Party-Modus. Allerdings war es die Cleveland Fed, also praktisch die Notenbank himself oder itself, darauf hin, dass zwar die Headline-Inflation nach unten gekommen ist, aber die sogenannte Median CPI und die Trimmed Mean CPI ist bei 6,3 und bei 7,0% und man sagt, die Inflationsdynamiken, die sind breiter gefasst als früher. Das heißt, die Märkte fokussieren sich sehr stark auf diese Headline-Inflation. Diese ist zurückgegangen wegen fallender Energiepreise vor allem und wegen etwa solchen Dingen wie gebrauchten Fahrzeugen, Elektronikartikel, sogenannte Durable Goods. Aber die Fed sieht eben andere Dinge als relevant an und da ist ein Mismatch, eine Differenz zwischen den Märkten und der Fed und das kann für die Märkte ziemlich unangenehm und teuer werden. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt von Monat zu Monat weiter 0,0% Veränderung zum jeweiligen Vormonat, so wie das bei den gestrigen Daten der Fall war. Da hatten wir zum Vormonat praktisch keine Veränderung in Sachen Inflation. Dann würden wir im Dezember rauskommen bei einer Inflation von 6,3%, wäre also deutlich niedriger, wäre aber immer noch natürlich viel höher als der aktuelle Zinssatz. Und die Fed will im Prinzip dieser Inflation entgegenkommen, sodass die Inflation fällt und die Zinsen steigen. Würde also jetzt, und das ist fast der Optimalfall sozusagen, die Inflation am Jahresende bei 6,3% liegen, dann würde die Fed dennoch die Zinsen weiter anheben. Und die Anleihenmärkte preisen das ein, die Fed Fund Futures preisen das ein, aber die Aktienmärkte tun so, als gäbe es kein Morgen und sei jetzt die Welt eben gerettet. Hören wir mal, was die Fed-Mitglieder sagen. Daily, eher auf der dovischen Seite, also eher auf der nicht unbedingt Zins anhebungsfreudigen Seite der US-Notenbank von der San Francisco Fed, die sagt, es ist zu früh, hier einen Sieg über die Inflation zu erklären, hat gesagt, also wir könnten die Zinsen jetzt auf der September-Sitzung 0,75% anheben oder vielleicht auch nur 0,5%. Beides möglich, also immerhin so eine kleine Anspielung, naja, 0,5 könnten es auch sein, während die Märkte ja gefürchtet hatten, naja, es geht dann im September mit 0,75 weiter. Kashkari hat sich geäußert, Evans war ja von der Chicago Fed gestern schon auch ähnlichen Tenors wie Daly gesagt, ja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Kashkari ist noch ein bisschen expliziter, sagt, wir könnten nächstes Jahr in einer Rezession sein. Huiuiui, Kashkari war ja, Sie wissen es vielleicht, früher immer das dovischste aller Mitglieder, hat die Inflation geleugnet, jetzt ist er praktisch das hawkischste Mitglied und hat praktisch eben jetzt die höchsten Zinsanhebungsziele in diesen sogenannten Dotplots, in dem die Fed-Mitglieder ja im Prinzip ihre eigene Vorstellung, ihre eigene Erwartung, wie die Zinsen bald liegen werden in den nächsten Monaten. Also der ist ja extrem hawkisch und der sagt, wir sind weit, weit entfernt, eben einen Sieg über die Inflation zu erklären. Recession risk would not deter me from doing what's needed. Also selbst mit anderen Worten, wenn die Wirtschaft in eine Rezession fällt, würde die Gefahr, dass das passiert, mich nicht davon abhalten, eben für weitere Zinsanhebungen zu sein. Wer
dürften bei 3,9% Zinsen sein Ende 2022 und das wäre etwa 1,4% noch jetzt seit jetzt obendrauf zum aktuellen Stand 1,4%. Das wären also im Prinzip zwei große dicke 0,75er Anhebungen knapp. Also das ist schon eine klare Ansage. Wir haben eigentlich unseren Kurs nicht verändert. Und jetzt sagen eben oder läuft die Wette zwischen den Märkten. Die Fed wird sehr, sehr bald umsteuern und der Fed selbst. Wer hat Recht? Wer lügt? Fragt hier richtigerweise Sven Hendrik. Und wenn wir uns mal anschauen, dass die Fed ja im März begonnen hat, die Zinsen anzuheben. Damals stand der S&P 500. Raten Sie mal, auch bei 4200 Punkten respektive ein paar Pünktchen drüber. Also sind wir praktisch auf demselben Niveau wie im März, obwohl die Fed jetzt die Zinsen deutlich angehoben hat und die Wirtschaft nicht mehr so gut dasteht wie noch im März. Während auf der anderen Seite die Rendite der 10-jährigen Anleihe jetzt 100 Basispunkte, also 1% höher ist als im März und die Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihe, die stärker auf Zinsanhebungen reagiert als die 10-jährige, die ist sogar 1,5% höher als im März. Also wir sehen, die Anleihemärkte preisen etwas ein, die Aktienmärkte haben es praktisch schon wieder ausgepreist. Im Prinzip sind die Aktienmärkte schon dabei, wieder Zinssenkungen einzupreisen, bevor überhaupt die Richtung klar ist, wie weit die Fed die Zinsen noch anheben wird. Hier sehen wir es nochmal. Energiepreise waren das, was nach unten gezogen hat. Ohne diese Energiepreise wäre die Inflation, also wenn die Energiepreise unverändert gewesen wären zum Vormonat, dann wäre die Inflation zum Vormonat um 0,4% gestiegen. Das wäre dann gleich eine ganz andere Zahl. Jedenfalls hat Gruppen 6 jetzt mal 4 Punkte aufgelistet, warum die Kerninflation wohl nicht fallen wird von hier. Und diese Kerninflation, wie gesagt, ist etwas, was für die Fed eben sehr, sehr wichtig ist. Wir sehen auch hier nochmal in den Daten übrigens, die strukturelle Inflation ist deutlich weiter nach oben gegangen jetzt im Vergleich zum Juni. Wir sehen, dass wir bei dieser sogenannten Core Sticky Price Inflation noch im Juni bei 5,4% waren, jetzt bei 5,6% und das Median CPI ist um 6,3% gestiegen, im Juni waren es nur 6,0%, also wir haben eigentlich jetzt nicht wirklich eine klar erkennbare Abschwächung der Inflationsdynamik. Ja, wir haben fallende Energiepreise, ja, wir haben fallende Preise für einige Güter, aber es ist eben jetzt nicht so, dass wirklich auf breitester Front die Dinge irgendwie weniger teuer werden. Das Geschehen hat sich ein Stück weit verlagert von Commodities, von Rohstoffen, von Energie hin zu Services. Hier sehen wir praktisch einen neuen Rekord bei den CPI Services, also Housing, Healthcare, Insurance, Healthcare, also Gesundheitswesen, Versicherungen, alles, was mit Haus zu tun hat. Und da haben wir jetzt mit 6,25% den höchsten Stand seit 1982. Und wenn wir uns mal anschauen, was dann in den nächsten Monaten kommt, die sogenannte Homeowners Equivalent Rent of Residence, wie es offiziell heißt, da sehen wir hier mal den Case-Shiller-Hauspreisindex und eben diese CPI Owners Equivalent Rent, die dann in die Inflationsberechnung eingeht, dann sehen wir, da könnte jetzt noch ein bisschen was kommen nach oben. Das heißt, die nächsten Daten sind in Gefahr, wenn vielleicht auch wieder die Energiepreise steigen, doch wieder höher auszufallen. Und dann wäre dieses Mantra oder dieses Narrativ von Peak Inflation schnell wieder vorbei. Wir sehen übrigens auch, dass die Fed Fund Futures jetzt erstmal in der ersten Reaktion auf die gestrigen US-Inflationsdaten eigentlich die Wahrscheinlichkeit für einen 0,75er Schritt deutlich gesenkt hatten. Der ist da bei 30% gewesen. Jetzt sind wir wieder weit über 40%. Die Wahrscheinlichkeit für 50 Basispunkte bei 56%. Also es gleicht sich wieder ein bisschen an. Es wird also praktisch ein offenes Rennen früher oder später wieder wahrscheinlich werden, ob die Fed dann im September ein halbes Prozent oder ein Dreiviertel Prozent anheben wird. Oben sieht man das auch im Prinzip in den Charts. Und wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen, dann sehen wir, dass wir bei den Bullish und Bearish Signals schon wieder Extreme haben. Wir haben negative Divergenzen eigentlich an allen Fronten. Das muss nicht heißen, dass es sofort nach unten geht, aber man sollte vorsichtig sein, denn oft sind da so ein bisschen die Wendepunkte erkennbar. Und hier sehen wir mal den SPY, also das ETF auf den S&P 500, ebenfalls mit einem sehr hohen RSI, mit einer negativen Divergenz im RSI. Wir haben gestern ein Gap gemacht.
Die Zugewinne, die sind ja vorbörslich passiert, auf Future-Basis passiert, dann hat der S&P 500 geöffnet und hat dann eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht. Wenn Sie unten mal gucken, dann sehen Sie, da hatten wir schon mal eine ähnliche Situation, links in diesem Fenster, da hatten wir eben auch einen Top, dann gab es einen Rücksetzer, dann sind wir an das Top gelaufen, haben dieses Top ein bisschen überwunden. Und das ist die Frage, was jetzt kommt, was für ein Typ Gap wir jetzt damit gesehen haben. Ist es ein sogenanntes Breakaway Gap? Das wäre für die Aktienmärkte sehr positiv. Dann würden weitere Kursgewinne wahrscheinlich werden. Also praktisch ein Ausbruch, der dann weitere trendfolgende Zugewinne nach sich zieht. Oder ist es ein sogenanntes Exhaustion Gap? Also praktisch ein Erschöpfungsgap, wo nochmal so eine Geschichte nach oben kommt. Scheinbar der Ausbruch nach oben gelingt, aber das ein Fake ist und dann die Kurse praktisch in die andere Richtung laufen. Noch ist das nicht klar, das müssen wir abwarten. Aber hier sehen wir nochmal auf 15 Minuten Basis hier eben dieses Gap, diese negative Divergenz sind jetzt oben an einer Trendlinie im 15 Minuten Chart. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich viele Geschichten hören. Die Tiefs haben wir hinter uns. Der Bärenmarkt ist vorbei, während auf dem Tief wir gehört haben. Lasst uns alles abstufen. Die Welt geht unter, die Kurse werden extrem fallen. Das war Mitte Juni. Da war ich schon ein bisschen sehr viel weniger optimistisch für Shortplayer. Jetzt bin ich deutlich optimistischer wieder angesichts der Parameter, die wir derzeit an den Märkten sehen. So etwa der Nasdaq 100, wie auch der Nasdaq Composite, 20% jetzt vom Juni-Tief gestiegen. Wir sehen, dass 84% der S&P 500 Aktien und 93% der Tech-Aktien jetzt über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln. Der S&P 500 ist jetzt weiter von seinem 50-Tages-Durchschnitt entfernt, als an irgendeinem Zeitpunkt im letzten Jahr, im bullischen Jahr 2021. Und einer der Faktoren, Short Covering natürlich, aber auch etwa CTAs, amerikanische Vermögensverwalter, die dann praktisch zukaufen müssen, wenn die Märkte steigen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch viele Buybacks, die laufen, also Aktienrückkäufe durch die Unternehmen, die jetzt praktisch exekutiert werden. Das sind natürlich stützende Faktoren. Heute wichtig die US-Erzeugerpreise. Da wird ebenfalls ein Rückgang erwartet von 11,3. Vor Monat auf heute 10,4%, heute kommen auch die Erstanträge, beides um 14.30 Uhr, aber übergeordnet sollten wir nicht vergessen, dass wir jetzt in dem breit gefächertsten Tightening Cycles in der Geschichte sind, also dem breit gestreutesten, von den meisten Notenbanken ausgeübten Zinsstraffungszyklus oder geldpolitischen Straffungszyklus in der Geschichte. Schauen Sie hier mal die Percent of World Central Banks Hiking Rates an. Da waren wir noch nie so hoch wie derzeit und auf der anderen Seite sehen wir, dass eben nach wie vor die Inflation viel höher ist als die Löhne, etwa in den USA. In Deutschland ist das noch viel krasser. In den USA ist das jetzt aber schon 16 Monate in Folge der Fall. Und das wird Spuren hinterlassen und ein Grund des Rückgangs eben dürfte sein, ich hatte diese Grafik und diesen Tweet von Sven Henry gestern schon gezeigt, dass eben die Inflation dann ab, wenn eine Inflation extrem hoch ist und dann beginnt abzukühlen, dann ist meistens eine Rezession, hier diese dunkel gestrichene Linie, nicht mehr weit entfernt. Kommen wir noch zu something completely different, meine Damen und Herren. Kommen wir zu China. Da hat jetzt das Reich der Mitte, hat Peking die Manöver um Taiwan überraschend fortgesetzt. Gestern hat man noch gesagt, ja gut, wir werden das dann mal eben beenden. Das ist jetzt nicht zu erkennen. Da geht es jetzt offenkundig weiter. Der Beginn einer Art Invasion, Fragezeichen. Die beiden Regierungen wollten ja eigentlich die Tarife, die Zölle, die Tariffs, die Zölle auf chinesische Waren, die Trump eingeführt hatte, ja abschaffen, um die Inflation nach unten zu bringen. Das will man jetzt nochmal prüfen angesichts der Vorgänge um Taiwan. Und die chinesischen Zollbehörden haben jetzt Fleisch der sehr, sehr großen Firma King Meat Services praktisch von der Einfuhr ausgeschlossen und die Behörde und die US-Behörden davon informiert.
Ist das ein politisches Signal? Ja, nein, große Frage. Jedenfalls sehen wir, dass auch in China wieder Lockdowns der Fall sind. Yiwu, eine Stadt etwa so groß wie Hamburg, 1,8 Millionen Einwohner, aber ein wichtiges Zentrum für Produktion, für Manufacturing, ist jetzt im kompletten Lockdown für 3 Tage. Aber es heißt in China immer 3 Tage Lockdown. In der Regel ist er dann viel länger. Also das die neuesten Ereignisse um China herum. Hier sehen wir mal das, was in Deutschland der Fall ist. Hier haben wir etwa die Food Price Inflation, also praktisch Lebensmittelinflation, 14,8%. Wir haben gestern gesehen, dass wir neues Allzeithoch bei den Strompreisen am Strom-Future-Markt gesehen haben. Also das wird eine sehr heftige Geschichte. Wir werden zweistellige Inflationsraten sehen, schon im November bei den Daten aus dem Oktober zur Inflation in Deutschland. Lindner will ja jetzt die kalte Progression ein bisschen ausschalten. Da tut er gut daran, denn das dürfte dann wirklich zu einiger Unruhe führen. Ich hatte gestern gezeigt, dass in England schon eine breite Bewegung läuft, wo die Leute ihre Gasrechnungen boykottieren und sagen, das zahlen wir nicht. Wie schaut es bei Gas aus? Besser in Deutschland. Wir haben in vielen Speichern schon sehr, sehr gute Füllstände. Dazu ein Artikel, Gasspeicher-Detailanalyse. Also es ist unwahrscheinlicher geworden, dass wir frieren müssen, selbst wenn jetzt die Gaszufuhr ja sehr begrenzt ist aus Russland. Und wir sehen eines der ganz großen Themen wahrscheinlich der nächsten Jahre, Arbeitskräftemangel, Demografie schlägt zu. Das ist inzwischen ein Grund für Insolvenzen, wie ein Artikel auch von uns gezeigt hat. Also 2 Artikel, die ich empfehlen möchte. Und vielleicht ein bisschen vorsichtig sein mit zu viel Gier, mit zu viel Optimismus, mit zu viel FOMO. Es könnte vielleicht auch schief gehen. Ich sage Servus und Ciao.